Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swaddy mit der 6. Ausgabe von Quick Race und heute sind wir in R3E unterwegs auf dem Race Room Raceway, nicht in der Standardvariante, wie wir sie aus dem Multiplayer kennen, sondern mit der alternativen Schikane im dritten Sektor. Gefahren wird mit dem Aquila CR1 Sports GT und das Ganze über 30 Minuten mit 100% KI-Stärke. Mechanischen Schäden und so weiter und so fort. Wo genau wir starten, weiß ich nicht. Ich vermute sogar von der Pole Position. Ja, das müsste man dann natürlich korrigieren. Aber ist halt so. Wir haben so eine John Player Special Pseudo-Lackierung. Gibt noch ein paar andere schöne, zum Beispiel diese Knallgrün, finde ich klasse. Das ist die Standardlackierung. Das Auto ja, das allererste Auto, das in R3E überhaupt zu fahren war, damals noch in der Closed Beta, Race Room Raceway mit dem Aquila CR1, Stunden um Stunden, weil was anderes hatte man nicht. Ja, also ich habe grundsätzlich mit dem Auto auf der Strecke hunderte von Stunden zugebracht, nur nicht in dieser Variante und außerdem habe ich das Auto seit bestimmt einem Jahr nicht mehr gefahren. Aber es geht ganz gut, hat ein etwas wackeliges Heck, aber man kann es auch mit Tastatur fahren, habe ich früher auch noch gemacht. Ja, ein ganz lustiges Teil. Diese Lackierungen hier finde ich übrigens auch klasse. Gulf-ähnlich. Naja. Wir setzen uns jetzt einfach mal an Steuer und gucken, dass wir nicht zu viel Mist bauen. Am Start werde ich mal ein paar Plätze absichtlich verlieren. Und dann starten wir eben in das 30-Minuten-Rennen. Ich bin gespannt. Das Auto hat es wirklich faustig hinter den Ohren. Ich habe gerade keine Ahnung, was die Leistungsdaten von dem Teil sind. Danke. Das mit dem Plätze verlieren war so zwar nicht geplant, aber mei. 100% KI-Stärke ist nicht gerade wenig. Aber wir sollten trotzdem schneller sein. Sollten. Und auf 30 Minuten haben wir auch eigentlich alle Chancen, verlorene Plätze wieder wettzumachen. Na, dann wollen wir mal loslegen. Ich finde den Race Room Raceway eigentlich grundsätzlich sogar sehr interessant. Er hat ein paar schöne Kurven. Oder ist eigentlich insgesamt eine sehr schöne Strecke. Einige Stellen sind doch sehr, ich möchte nicht sagen gewöhnungsbedürftig, sondern knifflig, weil über den Hügel angebremst wird und dann irgendwie versucht wird, da den Berg runterzukommen, ohne das Auto dabei zu verlieren und so weiter. Blinde Scheitelpunkte so ziemlich überall. So, in der normalen Variante ging es jetzt links rein. Wir fahren aber ein paar Meter später links durch diese nicht ganz so geschmeidige Schikane. Warum ich diese Variante gewählt habe? Weil wir die eigentlich bisher noch nie gesehen haben. Deswegen dachte ich, machen wir ein bisschen Abwechslung. Das ist eine der fiesesten Kurven überhaupt. Über die Kuppe, rechts runter. Aua. Und dann versuchen, irgendwo die Ideallinie zu treffen. Das Feld hat sich schon ganz schön auseinandergezogen, wenn die ersten über Start und Ziel sind. Ja, man sieht es auch auf der Minimap, das ist schon sehr weit auseinandergezogen. Die Minimap übrigens, außer bei richtig langen Strecken, habe ich normalerweise nur an, um eine grobe Idee zu bekommen, wo sich die Gegner gerade rumtreiben. Klar, momentan sieht man es, aber für gewöhnlich ist es nicht unpraktisch, besonders wenn man ausreitet, dass man einfach mal gucken kann, wo kommen denn die anderen. Da wir ja keinen Crew-Chief haben, mit dem man einfach mal so schnacken könnte, mache ich das eben über die Minimap. Die Strecke an sich kennt man ja nach 2-3 Runden, dafür braucht man sie dann eigentlich nicht mehr. So, 21. Platz, yay! Im Start halt doch einige Plätze verloren. Gut, die Hälfte davon war Absicht, die andere Hälfte war Unfall mit der KI. Ein kleines bisschen zu spät gebremst. Diese Schikane ist so unflüssig. Nicht überflüssig, sondern wirklich unflüssig. Die normale Variante, die kann man relativ geschmeidig nehmen, aber diese modifizierte Variante, die erinnert so ein bisschen an Oschers Leben. Von wegen erstmal knallhart in die Eisen und dann gucken, dass man irgendwie rumkommt. 1:29,9 als schnellste Zeit der KI gerade.
Im Qualifying habe ich, glaube ich, die Polezeit mit einer 1.29.0 gesetzt. Naja, wir haben aber trotzdem 2 Sekunden verloren auf dieser Runde, knapp. Das Auto und die Strecke kostenlos in R3E zu haben, das heißt, wenn ihr euch das Spiel runterladet, ohne irgendeinen Content zu kaufen, könnt ihr beides fahren. Also das Auto auf der Strecke meine ich. Und auch online. Das habe ich allerdings noch nie ausprobiert. Ich glaube, für den Aquila gibt es auch nur Amateur-Server. Momentan fahren wir natürlich Get Real ohne Traktionskontrolle, so wie sich das gehört. Also, das ist wieder so ein Thema wie die Hill Climb Icons hier auf der Strecke. Da ist dann eben jeder dabei, der kostenlosen Content hat, und entsprechend kann es dann auch mal ein bisschen chaotisch werden. Aber zum Ausprobieren denke ich eine ganz lustige Nummer. Das Auto fährt sich eigentlich ganz gescheit, ist auch irgendwie so ein Schulfahrzeug, sage ich mal, für Rennprofis oder angehende Rennprofis. Ja, also wenn ihr R3E mal probieren wollt, macht das. Außerdem empfehle ich immer wieder, ich werde ja schon des Öfteren gefragt, ob man sich das holen sollte und wenn ja, was. Und es gibt, das war eine gute Zeit, Campos, das war eine gute Zeit. Es gibt die Möglichkeit, jedes Auto in R3E Probe zu fahren auf dem Raceroom Raceway, glaube ich, auf der Brückenvariante. Das heißt, da fällt die Schikane und das Ganze weg, fährt man dann nur geradeaus über die Brücke. Nutzt diese Chance. Nutzt auch die Gelegenheiten, an Competitions teilzunehmen, wo euch das Auto und die Strecke gestellt werden. Da müsst ihr nichts haben, da könnt ihr es aber voll und ganz ausprobieren. Zwar nicht im Rennen, aber immerhin, ihr könnt mal fühlen, gefällt mir die Strecke, gefällt mir das Auto, lohnt es sich wirklich, mir das zuzulegen. Nutzt diese Chancen. Die Testfahrten sowie die Competitions kostet nichts. Im Download ist sowieso alles enthalten. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das haben wollt oder eben nicht. Weil ich persönlich kann euch da sowieso keinen Rat geben. Die Autos und Strecken sind persönlicher Geschmack. Und auch bezüglich Multiplayer. Es reicht pro Klasse ein Auto. Ihr müsst nicht alle Autos haben, damit ihr Multiplayer fahren könnt, sondern ihr müsst genau ein Auto aus der Klasse haben, und zwar das, was euch gefällt. Und dann könnt ihr mit uns mitfahren. Ja, aber wie gesagt, nutzt die Chancen, die das Spiel bietet, wie eben die Testfahrten und die Competitions plus den kostenlosen Content, und dann macht euch erstmal ein Bild davon, ob R3E überhaupt etwas für euch ist, bevor ihr da etliche Euro ausgibt. Ah, 18. Nach knapp 7 Minuten. Die Rundenzeiten sind nicht unbedingt gut. Irgendwie qualmt sie immer sehr viel. Es sei noch erwähnt, dass der Aquila, soweit ich weiß, noch die alte Fahrzeugphysik hat. Also, dass die Fahrzeugphysik noch nicht an das neue System angepasst wurde. Und dass sich daher eventuell noch nicht so hundertprozentig gut oder realistisch fährt. Aber macht trotzdem schon Laune, die Karre.
Diese Schikane, warum habe ich das nur gemacht, Mensch? Scheiße. Das war ein Fail. 4 Plätze verloren. Ja, 6,5 Sekunden liegen lassen. Ja, die KI hält sich gerade mal wieder gegenseitig auf. Schön, dann kommen wir wieder ran. Solltest du eigentlich nicht so quer durchfahren, Kollege? Wenn es Spaß macht, bitte. Entschuldigung, hab nicht gesehen, dass ihr da steht. Na komm, gib doch Gas. Na, viel zu langsam wieder mal. Und eine schlechte Linie durch die erste Schikane. Zu früh angebremst für diese Kurve. Ah, Mann. Momentan sind wir ein bisschen der Wurm drin. Die Runde war okay, aber uns fehlt noch eine Sekunde nach vorne. Also zu den ganz schnellen Rundenzeiten, meine ich. Komme ich ein bisschen zu weit raus. Ich weiß nicht, ob das schon eine ungültige Runde gäbe oder nicht. Da sind sie eigentlich relativ restriktiv in dieser Kurve. Aber es könnte sein, dass es gerade so noch zu einer gültigen Runde reicht, was ich da treibe. Aua! Rechts neben dir war einer, Kollege. Rechts neben dir ist immer noch einer, du Arschloch!
bald Rennhalbzeit und wir sind immer noch nicht weit vorgekommen. Immer noch 16. Ah, Mist, es hat gerade nicht gepasst. Ich dachte, ich komme gerade so noch dran vorbei. Aber leider nein. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hatte gerade ein sehr weiches Heck irgendwo auf der Bremse. Das war gar nicht gut. Und jetzt sind wir auf dem 19. Wow! Das war mal wieder, Autos verhaken sich in R3E. For no apparent reason. Fühlt sich immer ziemlich beschissen an. Wenn du einfach so umgedreht wirst, nur weil der Kollege neben dir gerade ein kleines bisschen schneller beschleunigt. Zurück auf der 19, das ist nicht gut. Das Rennen verläuft nicht so wie geplant. 20. Zu viele Scharmützel mit der KI. Die Grundpace ist da, aber wir haben allein diese Runde 14, 15 Sekunden verloren. Ja. Und wieder einer abgedüst. Der hat uns aber diesmal nicht erwischt, zum Glück. Hier ist auch gerade staunstockender Verkehr, weil der Blaue sich quergestellt hatte. Ja, der Hobel hat schon einen ziemlich guten Antritt, geilen Sound und ist auch absolut nicht langsam. Der Zug nach vorne ist schon fast abgefahren, wenn man das so sieht. Ich glaube, das Replay wird ja mal wieder die Zeiten überdecken. 7 Sekunden haben wir auf den 14. platzierten Rückstand. Davor müssen wir erstmal den beiden Kampfwagen vor uns vorbei. Die sich hier schon fast gegenseitig aus der Kurve tragen. Wenn man nicht gerade mit der KI aneinander gerät, dann ist das Ding sehr gut fahrbar. Und dann stimmen auch die Rundenzeiten. Weil wenn man sich erstmal mit der KI verhakt oder die plötzlich irgendwo auf der Strecke steht, dann ist Sense. Der Abstand nach vorne, also auf P14, hat sich nicht geändert. Unsere Rundenzeit war dafür gar nicht mal so schlecht.
Morgen. Jetzt ist er wieder vorbei. Nein, nicht, wenn ich es verhindern kann. Der Abstand nach vorne wächst. 7,7 Sekunden jetzt. Aber jetzt könntet ihr auch, glaube ich... Oh, jetzt hat er Zeit liegen lassen, der Kollege. Mittlerweile müsstet ihr aber auch die Zeit eigenständig sehen können. Ich glaube, das Replay überdeckt nur die ersten beiden Positionen immer. So, 15. Endlich. 6,6 Sekunden Rückstand. Jetzt seht ihr es aber auf jeden Fall. Ah, die Rundenzeiten sind okay. Ein klein bisschen schneller müssen sie noch werden. Du wirst nicht an mir vorbeifahren. Danke. Aua, 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 aua. Ja, die Kurve ganz schlecht bekommen, weil ich eben vorher an der Wand hing. Wir holen aber langsam auf den Kollegen vor uns und haben noch 8 Minuten. Na, schnellste Rennrunde. So gehört sich das. Ja, das wird aber keine neue schnellste Runde. Dafür einfach zu viel Zeit in der ersten Schikane verloren. Rausgekommen. Na, Mann. Das Auto ist schon nicht ganz einfach. Schon wieder du. Und wieder hatte ich keinen Grip, um dir auszuweichen. Das ist echt fies. Steht er einfach mitten auf der Ideallinie und das Auto sagt sich nur noch, ich untersteuere jetzt mal ganz dezent. Links dran vorbei kannst du getrost knicken. Rechts dran vorbei hätte eventuell noch passen können, aber dann wäre ich selber irgendwo in der Wand gesessen. Also, das ist eine ganz fiese Stelle. Das war ein bisschen abgekürzt, glaube ich. Wenn das Auto da auf der Kuppe ausgehoben wird, da kannst du überhaupt nichts mehr machen. Dann geht es nur noch seitlich weg. Irgendwo in die Auslaufzone.
und tschüss. Okay. Nur 400stel langsamer als unsere bisher schnellste Runde. Entschuldigung! Und wieder mal haben sich die Autos verhakt. Und das war's für uns. Motorschaden. Das Auto ist sehr empfindlich, was den Motor angeht. Ja, das mag's überhaupt nicht. Wenn es irgendwo mal so an die Betonwand kommt in einem schlechten Winkel, egal bei welcher Geschwindigkeit. Schade. Top 10, na, Top 10 wären auch nicht mehr möglich gewesen. Aber über mangelnde Unterhaltung brauchen wir uns hier, glaube ich, nicht beschweren. Das war schon ganz okay. Leider, leider eben mit Motorschaden das aus, weil wir uns mal wieder verhakt haben. Also da muss S3S sicherlich mal was machen. Das ist uns jetzt in diesem Rennen zweimal passiert, dass wir uns einfach nur Seite an Seite irgendwie verhakt haben. Ohne dass irgendwer wirklich geschoben hat, sondern es war einfach nur, dass die Kollisionsboxen irgendwo da noch einen Reibepunkt haben und dann geht's eben seitlich weg. Ist uns auch in der DTM in Spielberg passiert, ist uns schon so oft passiert und ruiniert eben das ganze Rennen. Weil man da überhaupt nichts gegen machen kann. Das ist normalerweise kein Thema. Eigentlich ist da sogar noch eine Bildzeitung Platz zwischen, aber die Kollisionsboxen sagen eben, wir hängen jetzt aneinander und wenn dann der eine einen Tacken schneller ist als der andere, dann dreht es halt den jeweils anderen weg. Schade, schade. War aber wirklich ein spannendes Rennen. Gut, ich hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt von der 24 losfahren wollen, sondern irgendwo aus dem Mittelfeld so Platz 12 oder so. Aber war trotzdem ganz lustig. Das Auto ist, wie gesagt, ziemlich unterhaltsam. Schnellste Rennrunde haben wir auch geschafft. Macht tierisch Laune, das Teil. Die Strecke finde ich persönlich auch richtig cool. Da wird es auch noch ein paar Videos geben. Ich habe mir da noch ein paar Quick Races aufgeschrieben oder Kombinationen aufgeschrieben, die ich im Quick Race zeigen möchte, weil ich die Strecke an sich richtig, richtig cool finde. Und ja, wie gesagt, beides kostenlos. Probiert's aus. Wenn ihr R3E bisher noch nicht habt, ladet es euch einfach herunter. Es kostet vorneweg erstmal nichts. Schaut euch dieses Auto an, schaut euch die Strecke an, schaut euch mal den Hillclimb an. Es sind insgesamt 5 Fahrzeuge dabei und es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich lange Zeit kostenlos zu spielen, indem man einfach mal bei den Competitions vorbeischaut und sich da irgendwie was rauspickt. Wir haben da zum Beispiel regelmäßig DTM-Competitions, wir haben momentan noch den BMW 134 Judd V8, diesen Hillclimb-Wagen auf Bathurst als längere Competition. Wir haben dem BMW M3 GT2 in Portimao. Wir haben dies, wir haben das, wir haben jenes. Schaut einfach vorbei. Es kostet nichts. Probiert die Competitions aus. Ich bitte euch, bevor ihr Geld ausgebt, probiert das Auto aus in der Testfahrt. Probiert etwaige Strecken aus, indem ihr auf die Competitions geht. Wartet auf Sales, auf Sonderangebote. Zum Beispiel haben wir derzeit irgendwie eine Aktion gehabt, BMWs 30% billiger. Wartet auf sowas. Kauft euch nur das, was ihr wollt. Ihr braucht nur ein Auto pro Kategorie, um Rennen online fahren zu können. Kauft euch nicht alles, wenn ihr der Meinung seid, ihr braucht nicht alles. Achtet auf irgendwelche günstigen Steam-Angebote, die euch dann eventuell in R3E selber einen weiteren Rabatt geben. Kauft auch gerne mal Packs, die können nämlich unterm Strich billiger sein, als wenn man auch nur ein einzelnes Item daraus kauft. Guckt einfach mal durch, rechnet ein bisschen. Es gibt da großartige Angebote, es gibt tolle Angebote und es gibt einfach tollen Content. Und zur Not schaut mal die R3E Carson Tracks Folgen durch. Da habt ihr dann ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde mal Vorstellung von Auto und Strecke. Und könnt dann sehen, ist das was für mich? Sagt mir das grafisch zu? Passt das vom Sound? Wie sieht es mit der Fahrbarkeit aus? Ja, guckt einfach mal durch. Gebt aber nicht sofort Geld aus, macht das nicht so wie ich, der sagt, oh geil, neuen Content, gleich kaufen, keine Sekunde zögern, sondern schaut euch in Ruhe die kostenlosen Möglichkeiten an, die das Spiel bietet. Das war's von mir aus dieser Quick Race Folge. Leider eben ohne Zieleinlauf. Schade, also es lief wirklich teilweise ziemlich gut und macht wie gesagt Laune. Replay oben links, irgendwo in der Ecke, werdet ihr gesehen haben. Und ja, wir sehen uns einfach demnächst in einem anderen Video wieder. In 2 Tagen, denke ich mal, die nächste Quick Race Folge. Dann vielleicht wieder Assetto Corsa. Wird sich zeigen, vielleicht auch GameStocker, je nachdem. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Spotty.